Ja, hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Hier ist wieder der Andy. Und im vorletzten Video habe ich ja gesagt gehabt oder versprochen gehabt, dass ich euch zeige, wie man eine Gleiseinspeisung machen kann. Die sieht dann ungefähr hinterher so aus. Ja. Man kann sich auch so Gleis kaufe, schon wo fertig ist. Ja, die sind aber meistens ein bisschen teuer und eigentlich ist das zum Selbermachen billiger und auch besser und man kann sagen, man hat es selber gemacht. So, also im Prinzip geht es mit allen Gleisen. Ja. Hier habe ich jetzt so herkömmliche M-Gleis genommen, weil ich ja die M-Gleis fahre. Man kann eine Einspeisung machen mit Gerade oder mit Kurve, geht auch. Ja. Hier habe ich es jetzt mal gemacht mit einer Kurve. Zu Demo-Zwecke. Also es ist gerade egal, mit was ihr da rummacht. Nur an der E-Weiche. Wenn ihr E-Weiche habt, dann sollte man das eher weniger machen. Aber das ist auch egal, dann geht man halt zwei, drei Stücker nach vorne und fertig. Im Prinzipiell macht man das alle 2 Meter. Aber ich würde vorschlagen, wenn ihr irgendwann dann auf digital umbaut, dass ihr das dann alle 1 oder 1,5 Meter Einspeisung macht. So, das ist eigentlich ganz einfach. Am besten nehmt ihr auch Draht, wo herkömmlich ist, dass ihr da die Farbe nicht verwechselt. Ja. In meinem Fall ist es hier rot und braun. Ja, bei anderen ist es, weiß ich was, blau und braun oder keine Ahnung, gibt es verschiedene Farben, aber ich kann euch empfehlen, nehmt die Farbe, wo bei euch sind, für Plus und Minus quasi dann später. Und dann ist es prinzipiell eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt einfach dann Kabel und lötet es hier, wo ich jetzt hier mit dem Schraubenzieher drauf gehe, lötet es hier an. Direkt an dem Verbindungsteil, weil das ist ja der Mittelleiter und der ist hier komplett verbunden, einmal durch. Ja, und hier sieht man dann die Kontakte. Das ist der Mittelleiter hier. Da ist er komplett mit verbunden. Ja. Das geht komplett einmal durch, wenn er das ob und unter verbindet hier. Ja, da kommt ein Kabel dran. Ja, so wie hier habe ich es gemacht, mal kurz zur Demo-Zwecke mal eins gemacht. Das ist genau hier aufgelötet auf dem Blech. Und dann lötet ihr einfach noch an das Blech. Hier. Hier oder hier. Da wo es euch gerade am besten passt oder gefällt, lötet es an. Nur nicht halt direkt mit dem Mittelleiter verbinde. Bleibt halt so ein klein bisschen weg, so Zentimeter oder so, so wie ich es hier gemacht habe. Hier ist auch gerade so Zentimeter. Bin ich da vom Mittelleiter weg und habe es hier angelötet. Und schon habt ihr euer eigenes Einspeisgleis oder Anschlussgleis selber gebaut. Und dann könnt ihr euch überlegen, wollt ihr die Kabels auf der Platte legen, dann kann man das schön durch die Löcher durchführen oder ihr lasst es einfach draußen, wenn es rauskommt wieder. Blöd. Ja. Oder ihr lasst es einfach draußen, wenn ihr sagt, ich will es sowieso alles unter der Platte legen, dann lasst es einfach so draußen. Ja, und so soll es dann später aussehen. Ich weiß, Qualität ist nicht so die beste, das ist mein Samsung Galaxy S8, aber man kann es gut erkennen. So soll es dann später aussehen. Ja, und dann habt ihr euer eigenes Anschlussgleis oder eure Stromeinspeisung schon gemacht. So, und das ist der ganze Zauber. Ja. Und mehr gibt es da eigentlich nicht so viel dazu zu sagen. Ich mache das Video auch nur, weil ich mal eine E-Mail bekommen habe und ja, ich habe bei YouTube geschaut, habe aber nur für digital gefunden und lauter so Sachen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich ein kurzes Video, wie das funktioniert auf analog oder Delta-System. Ich habe das Delta. Das ist so die erste Digital-Sache sind es gewesen damals, das Delta, ne, wo man dann 5 Züge gleichzeitig fahren hat können und einzeln
ansteuern hätte können. Das war so die Anfängerdinger. So, ihr habt es gesehen, wie das geht auf Analog oder Delta. Analog Delta ist im Prinzip dasselbe. Nur kann man mit dem Delta halt mehrere Züge ansteuern. Ja, und das, da würde ich sagen, das war's schon wieder von mir für heute. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ich meine Gleise einschottern tue. Da gibt es auch verschiedene Taktiken. Und ich habe mir die einfachste und bestmöglichste rausgesucht. Und die möchte ich euch dann vorstellen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumle. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt von mir, ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis dahin, euer Andy.